Hey Leute, willkommen zum Oriana Anfänger Guide. Wir schauen uns heute mal an, wie man die verrückte Roboterbraut in der Mitte spielt. Ich denke, derzeit in der Meta spielt man sie auch nirgendwo anders. Es läuft gerade der Patch 5.1, also befinden wir uns gerade in den Startlöchern der Season 5. Starten wir wie immer mit den Vor- und Nachteilen, wenn wir unseren Champ picken. In diesem Fall ist es ja Orianna. Und der erste Punkt ist, Orianna ist ein sehr safer Pick. Sie hat ein sehr, sehr starkes Early und braucht sich deswegen überhaupt keine Gedanken machen, gegen wen sie spielt. Sie kommt eigentlich mit allen klar. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, aber selbst mit diesen Ausnahmen kann sie leben. Ja, auf die kommen wir natürlich später zu sprechen. Die nächsten beiden Punkte sind quasi ein Argument. Sie gehören etwas zusammen. Ihr starker Teamfight kommt von ihren hohen Flächendamage, also ihren AOE-Damage, und ihrer Synergie mit den Gap-Closer-Champions. Was nichts anderes heißt, als die Zusammenarbeit mit Champions, die kurze Schrecken relativ schnell überwinden können. Wie mit ihren Fähigkeiten, die Vi-Ulti, Shyvana-Ulti oder die Bandage von Amumu. Der letzte Punkt ist ihr Nutzen fürs Team. Schild und Speedbuff macht sie quasi zu einer Art Supporterin der Midlane. Wir zögern nicht lang und machen weiter im Text. Die Kontraargumente. Ach, jetzt ist uns doch Orianna abhanden gekommen, die darf natürlich zurückkommen. Dankeschön. So, der erste Kontrapunkt auf der Tafel ist, Orianna hat ein hohes Skill-Level. Das heißt, manche Spieler kriegen es vielleicht nie hin und selbst die guten Spieler unter uns brauchen vielleicht ein, zwei Spiele, bis sie damit klarkommen, dass man den Ball vernünftig einschätzen kann, wie weit fliegt er und wann kommen die Fähigkeiten raus. Generell ist ja auch alles irgendwie ein Skillshot. Wo wir dann auch direkt zum zweiten Argument kommen, die Ulti ist leicht zu dodgen, was nichts anderes heißt als, ja, ausweichen oder entkommen von der Fähigkeit. Das werde ich nachher auch nochmal ein paar Beispielen zeigen, denn die Ulti kommt leicht verzögert raus, selbst wenn wir jetzt den R-Knopf drücken, dauert es noch ein paar Millisekunden, bis es überhaupt quasi der Schaden rauskommt und der Effekt rauskommt. Also, wie gesagt, das schauen wir uns später nochmal an. Was ich euch nicht extra später zeigen muss und ihr selber nach ein, zwei Spielen sofort merken werdet, ist, Orianna ist sehr, sehr Mana-hungrig. Also am besten nicht mit einem Jungler zusammenspielen, der die ersten drei oder vier Blues für sich selber braucht. Kommen wir zu den Fähigkeiten, also zum Skillset von Orianna. Die Passive ist präzises Uhrwerk. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Orianas Auto-Attacks machen magischen Extraschaden, der nochmal erhöht wird, wenn wir dasselbe Ziel mehrmals hintereinander angreifen. Diese Passive lässt sich zweimal stacken, das heißt unser dritter Auto-Attack auf demselben Ziel ist der stärkste. Gut, was können wir mit dieser Passive anfangen? Ja, wir können viel besser farmen als die anderen, weil wir mehr Damage an den Minions machen. Und wir können auch sehr gut harassen, selbst ohne Fähigkeiten. Was uns zugute kommt, weil wir können die Fähigkeiten ja nicht so viel einsetzen, weil Orianna so mana-hungrig ist. Die nächste Fähigkeit ist Befehl-Angriff. Wir befehlen unserer Kugel also irgendwo hinzugehen. Und alles, was sie auf diesem Weg trifft, erleidet Schaden. Magischen Schaden natürlich. Wie gesagt, die Kugel fliegt dahin, das heißt, es braucht eine Weile, bis die Kugel da ist, wo wir sie haben wollen. Sehen wir also einen Gegner an, kann der natürlich einfach einen Schritt zurückgehen und dann kriegt er die Kugel nicht da, weil sie hat oft, gerade wenn man so weit wegsteht und den äußersten Punkt der Range nimmt, dann dauert es schon ein bisschen. Noch mehr Schaden gibt es dann natürlich noch mit unserem W. Befehl Dissonanz. Orianas Kugel sondert einen Energiestoß aus. Genau da, wo die Kugel sich gerade befindet. Wenn sie über dem Kopf ist, über unserem Kopf. Wenn sie im Gebüsch ist, im Gebüsch. Dieser Energiestoß macht magischen Schaden. Außerdem beschleunigt er befreundete Champions und uns natürlich und verlangsamt gegnerische Champions. Mit unserer E-Fähigkeit, Befehl beschützen, heften wir einfach die Kugel an uns oder an einen befreundeten Champion, der bekommt ein Schild und außerdem zusätzlich Rüstung und Magieresistenz. Gerade hatte ich ja gesagt, dass wir eine gute Synergie mit Gapcloser Champions haben. Genau das kommt hier zu tragen. Wir können also zum Beispiel unserer Shyvana diese Kugel anheften. Die hat erstens ein Schild, höhere Rüstung und Magieresistenz und kann dann mit der Kugel auch noch in die Gegner reinspringen, wo wir dann unsere Fähigkeiten wie zum Beispiel unser W nutzen können. Oder unserer Ulti, zu der wir jetzt kommen, Befehl Schockwelle. Das zeige ich einmal hier an der Krabbe. Hier werden wir sehen, dass die Schockwelle nicht nur Schaden macht,
sondern auch noch die Gegner leicht knockupt. Und zwar zieht die Kugel die Gegner quasi an. Und wenn die Gegner jetzt auf der einen Seite der Kugel stehen, werden sie oft auch über die Kugel rübergeschmissen. Bevor wir weitermachen mit den ganzen Fähigkeiten, Gap Closer Champions, Kontraargumente, Pro-Argumente, Counter, was auch immer, schauen wir uns das Likes an, und zwar Runen, Items und Meisterschaften. Die könnt ihr nämlich zum größten Teil einfach kopieren und dann war es das auch schon. Unsere Runen bestehen aus 3 Essenzen der Fähigkeitsstärke, 9 Zeichen der Durchdringung, 9 Siegel des wachsenden Lebens und zuletzt 9 Glyphen der wachsenden Fähigkeitsstärke. Wenn wir gegen eine AD-Mitte spielen, können wir natürlich auch wieder Rüstungssiegel mitnehmen. Aber ihr dürft nicht vergessen, wenn wir den Ball über dem Kopf haben, haben wir schon verstärkte Magieresistenz und verstärkte Rüstung. Das heißt, eigentlich fahren wir hier mit wachsenden Lebensruhen am besten. Bei den Items starten wir dann mit Dorans Ring, 2 Tränken und dem Sichtungstotem. So sieht dann mein Standard-Item-Bild aus. Hier haben wir viel AP, ein bisschen Magieresistenz, ein bisschen Cooldown Reduction und viel Magiedurchdringung. Alternativ kann man natürlich auch die Träne als Mana-Item benutzen, finde aber, dass das starke Early ein bisschen flöten geht und das frühe Midgame. Das möchte ich eigentlich nicht, deswegen bleibe ich eigentlich immer beim Kelch. Und Morellos kann man mal bauen, wenn man noch ein bisschen stärker im Midgame sein möchte. Meine Meisterschaften sind 21.09 und ziemlich Standard für eine AP-Mitte. Und jetzt haben wir dieses ganze langweilige Zeug endlich abgehakt und können endlich zu den Orianna-Counter kommen. Vorweg muss man mal sagen, dass Orianna ein ziemliches Komplettpaket ist. Sie hat in ihrem Skillset eigentlich alles, was sie braucht. Gut, sie hat jetzt zwar keinen Dash, also keinen Gap-Closer, aber sie hat zumindest einen Speed-Buff. Deswegen hat Orianna auch nicht so viel Counter und kommt deswegen eigentlich mit allem klar. Aber ein paar Probleme hat sie natürlich trotzdem, wie man hier sieht. Orianna ist sehr verwirrt, wie schnell Kalista und Cordon Bleu sich bewegen. Das liegt natürlich daran, weil ihr Skillset relativ Skillshot-lastig ist. Die zweite Schwäche sind natürlich extreme Burst-Champions, unsere Assassinen. Aber das Problem hat ja eigentlich jeder auf der Lane, der gegen einen Zed oder gegen eine Syndra oder gegen eine LeBlanc kämpft, dass ab Level 6 immer die Gefahr besteht, dass man, wenn man falsch steht oder einen Fehler macht, weggeburstet wird. Aber sei nicht traurig, Orianna. Ein paar Tipps und Tricks für die Laning-Phase habe ich natürlich auch in den Guide eingebaut. Aber bevor wir uns mit den bösen Champions auf der Lane beschäftigen, schauen wir uns die Skill-Order an. RQWE, das ist die Skill-Priorität, wobei wir mit E starten, weil wir dann natürlich besser traden können auf Level 1. Wobei oft wollen wir ja auch einen Buff schützen oder vielleicht invaden, dann benutzen wir natürlich auch auf Level 1 Q. Es gibt natürlich auch noch andere Situationen, wo man eine etwas andere Skill-Order nehmen kann, wenn man zum Beispiel gegen LeBlanc spielt. Wenn wir dann endlich mal alle Fähigkeiten gelernt haben, können wir unsere Schadenskombination durchgehen. Der einfachste Schaden, naja, ist natürlich unser Q. Unsere Standardkombination wird beim Harassen auf der Lane meistens unser QW sein. Und wenn wir richtig tricky sein wollen, dann setzen wir noch ein E hinterher. Dabei müssen wir natürlich dann aufpassen, dass unsere Kugel auch genau hinter den Champion oder hinter der gegnerischen Minion Wave liegt, sodass das E auch durch die Minions oder durch den Champions durchfliegt. Wenn man jetzt die Ulti rauslässt, ist diese Kombination der größte Schadensoutput. Wenn euer eigener Jungler mal ganken kommt, solltet ihr natürlich aufpassen, dass die Kugel nicht hinter dem Champion liegt, wenn er die Ulti aktiviert. Sie sollte vielmehr vor dem Champion liegen, wenn ihr die Ulti aktiviert, weil dann wird der gegnerische Champion wieder zurück auf die Lane geschleudert. Das ist meist ein Kill. Killer, kommen wir zum absoluten Killer auf der Lane. Zed. Wie spielen wir gegen Zed? Was machen wir gegen Zed? Gegen den dunklen Ninja ist es erstmal gar nicht so schwer. Wir farmen ganz ruhig unsere Minions ab und dodgen seinen Q. Wenn wir seinem Q ausgewichen sind, können wir ihn ganz gut mit Auto-Hits traden und er kann da eigentlich nicht viel gegen machen. Wenn er wirklich so verrückt sein sollte und engaged, geht bloß nicht zurück, kämpft einfach gegen ihn und meistens wird der Trade für euch ausgehen. Ja, hier überlebt der Zed natürlich ganz knapp, der Flash und der Ignite war dann natürlich gewastet. Aber naja, vielleicht klappt es ja nächstes Mal.
Ab Level 6 wird es dann wirklich gefährlich. Mit seiner Ulti kann er uns eigentlich immer diven, wenn wir unter 60% unseres Lebens kommen. Und ein guter Set wird das auch immer tun. Hier hilft mir zum Glück mein Jungler. Aber ab Level 9, falls der Zed kein Feed bekommen hat oder im Farmen viel besser war, könnt ihr ihn wieder traden. Besonders wenn ihr dann schon Sonyas haben solltet, dann solltet ihr im 1 gegen 1 kein Problem haben. Und in den nächsten drei Szenen ist mein Jungler mein Gegner im Custom Game und spielt LeBlanc. Und hier sieht man auch schon auf Level 1, dass sie uns auch traden kann, weil ihr Q häufiger up ist als unser Shield. Wir sollten aber darauf achten, wenn sie ihr Q macht, wir sie nicht einfach davonkommen lassen und ihr wenigstens ein, zwei Auto-Hits drücken, nicht so wie ich hier gerade. Wenn wir überhaupt kein Shield benutzen und wir Level 2 erreicht haben, sieht es dann ungefähr so aus. Und das ist, oh mein Gott. Wenn wir dann mal unsere Skills Q, W und E haben, die ich übrigens hier anders geskillt habe. Ich habe hier ein bisschen auf E und W geskillt, statt weiter auf Q zu gehen. Dann können wir LB sogar outtraden. Und genau das sehen wir hier. Und ich erkläre euch einmal, was ich getan habe. Ich habe nämlich mein E erst benutzt, nachdem sie mit ihrem W angeflogen kam. Das ist ja immer recht durchschaubar, denn sie setzt ja immer erst ihr Q auf unseren Kopf, um dann zu uns zu dashen. Das heißt, wartet ab. Wenn ihr Dash losgeht, dann benutzt ihr euer E. Nur dann kann unser Shield das gesamte Potenzial nutzen, um möglichst viel Schaden abfangen. Danach schicken wir unsere Kugel natürlich dahin, wo wir genau wissen, wo LeBlanc zu 98% wieder hin will, und zwar auf ihre Plattform von ihrem W. Benutzen dann unser W und drücken ihr noch ein paar Auto-Attacks. Wir stehen zum Glück hinter Minions, sodass sie ihre Kette nicht benutzen kann. Und siehe da, Trade gewonnen. Jetzt werden die ein oder anderen von euch sagen, hey, mein Gott, die Tipps haben mir echt was gebracht. Schlechte Nachricht ist, gegen Syndra habe ich nicht ganz so coole Tipps. Ein Tipp kann ich nur abgeben, weicht dem W von Syndra aus. Das ist nämlich ihr Slow, der hat auch eine relativ große Reichweite. Und wenn der euch trifft, dann ist es für Syndra ein leichtes, ihr Q zu treffen und vermutlich auch ihren Stun. Hier weiche ich gerade eben nochmal den Stun aus, aber trotzdem konnte ich dem Q nicht ausweichen, obwohl ich es wirklich versucht habe. Der zweite Tipp ist, nehmt euch Barrier mit statt Ignite. Denn sonst passiert euch genau das hier. Syndra hat hier in dem Fall noch überhaupt nicht besser gefarmt oder Kills geholt und ich habe noch volle HP und trotzdem passiert Folgendes. Einfach kaputt gemacht. Also kann ich euch nur sagen, nehmt Barrier mit und farmt. Keine Spielereien, versucht nicht die ganze Zeit zu harassen, außer ihr merkt, der Spieler ist wirklich schlechter als ihr. Wenn wir schon bei den Schwächen sind, schauen wir uns noch einmal kurz die Ulti an. Hier kommt Udyr uns helfen und wir können unsere Ulti zwar benutzen, aber hat der Gegner Flash, wird er meistens einfach rausflashen. Gut, Flash ist raus, aber wie gesagt, diese Situation wird euch 100-mal passieren. Aber hier zum Beispiel hätte man anders handeln können. Wir wissen, dass Draven einen kleinen Speedbuff hat und auch der reicht schon aus, gut aus der Ulti rauszukommen. Und wenn dann unsere Kugel nicht perfekt sitzt, sollten wir unsere Ulti auch nicht benutzen. Genug auf Orianna rumgehackt, denn eigentlich ist sie einer meiner Lieblingschampions und sie macht auch wirklich Spaß zu spielen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit ihr. Deswegen schauen wir uns jetzt einmal die Utility an, also Nutzen fürs Team, die ich am Anfang angesprochen hatte. Hier kommen so ein, zwei Szenen, schauen wir mal drüber. Beispiel schaut euch diese Entfernung an. Ich stehe wirklich sicher und mir kann gar nichts passieren und kann trotzdem meinem Teammate, dem Pantheon, helfen zu entkommen. Ich shielde ihn, gebe ihm dann noch einen Speedbuff und dann kommt eigentlich auch keiner mehr an Pantheon. Und hier nochmal die Range, die wir auch wirklich nutzen sollten. Wir können hier Miss Fortune nochmal ein bisschen unterstützen, aber was ich euch eigentlich zeigen möchte ist, dass wir uns hier hinter der Mauer verstecken und von hier einfach weiter agieren und uns daher eigentlich überhaupt niemand anspricht. Also, es können uns nur Leute anspringen, aber uns können keine Leute entgegenkommen. Zudem kommen wir selber an den gegnerischen Champ nicht mehr ran, können aber unsere Elise hier unterstützen, indem wir ihr ein Schild geben und die. Naja, und ich habe den Kill damit bekommen. Wenn ihr jetzt noch die Ulti vernünftig einsetzt, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und da empfehle ich euch, achtet darauf, welchen CC euer Team hat. Hier warte ich darauf, dass Sion reinspringt
und die Gegner hochhaut und drücke dann meine Ulti, weil sie dann nicht gut rausflashen können, rausdashen können, rauslaufen können, was auch immer. Auf jeden Fall sitzt die Ulti und ist mit der Seon-Ulti zusammen sehr Teamfight entscheidend. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich habe natürlich wieder 1000 Sachen vergessen, die vermutlich noch reingehören, aber ich denke, einen leichten Überblick habt ihr. Zum Beispiel habe ich vergessen, die schöne Synergie mit der Jarvan-Ulti oder dass man mit dieser gewaltigen Flächen-Ulti von Orianna den Drake und den Baron total gut contesten kann. Naja, aber vielleicht habe ich ja den einen oder anderen auf den Geschmack gebracht, Orianna zu spielen. Und es soll ja auch nur ein Anfängerguide sein. Ich denke, dafür ist genug Content drin. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Guide. Und dann sage ich mal, viel Spaß beim Zocken.